Also mein erstes Jahr in Leipzig war nicht so gut. Also ich war immer verletzt. Meine Schulter ist jetzt okay und auch mein Fuß. So, es geht ganz gut eigentlich. Man kommt zu einem neuen Club und man möchte gerne beitragen und spielen. Und das habe ich nicht gemacht letztes Jahr. So, manchmal war ich ein bisschen traurig und ja. Aber man kann eigentlich gar nichts machen. Man muss nur weiter trainieren und ja. Unsere Mannschaft war ganz jung dieses Jahr. Wir haben nicht so gut als letztes Jahr gespielt. Wir haben den 4. Platz gekriegt. Aber es ist immer viel Spaß. Also viele Menschen, Musik, Sonne und es ist cool, Beachhandball zu spielen. Also ich war in Dresden einmal und Berlin ein paar Mal. Und das ist total anders als in Norwegen. Ich finde die Städte, die Häuser und alles, das ist viel schöner als in Norwegen. Ein bisschen älter als was wir haben. Das finde ich schön. Für mich war es ganz okay mit einem neuen Trainer, weil dann kann ich einen neuen Anfang haben. Ich bin nicht unsicher, aber ich glaube, ich muss. Also das dauert ein bisschen, weil ich habe eigentlich gar nicht letztes Jahr gespielt. So, ich brauche ein bisschen Zeit, aber ich hoffe, es kommt gleich, dass es nicht so lange dauert.